Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Thermomixen mit Spaß. Falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das so ausgesprochen habe, uns wurde ja vorgeschrieben, dass wir den Namen Thermomix nicht mehr in unseren Kanalnamen oder sonst irgendwas verwenden dürfen. Deswegen habe ich jetzt einen Punkt zwischen die einzelnen Wörter gesetzt. Ich denke mal, das müsste gehen. Und wenn nicht, dann ist das halt so, dann soll sich die liebe Vorwerk Thermomix Community sich bei mir melden und mir das persönlich sagen. Immerhin machen wir hier umsonst Werbung. Und ich finde das eine absolute Frechheit, uns jetzt zu sagen, von wegen, ihr dürft den Namen nicht mehr benutzen. Wir verlangen kein Geld dafür, gar nichts. Wir machen Werbung für den tollen Thermomix. Und uns dann noch sowas vorzuwerfen, finde ich echt schon eine Frechheit. Naja, das ist jetzt eine andere Sache. Ist jetzt auch egal. Wie gesagt, ich belasse meinen Kanalnamen so mit diesen kleinen Pünktchen dazwischen. Wie zum Beispiel thermo.mixen.mit.spaß. Genau. Jetzt großartig meinen Kanalnamen ändern möchte ich auch nicht, weil viele Leute kennen mich unter diesem Namen und deswegen bleibt es auch dabei. Ja, wir machen heute die tolle Joghurtbombe, was ihr euch so unbedingt immer gewünscht habt. Und ich hatte eine Umfrage gestartet auf Facebook in meiner Gruppe Thermomixen mit Spaß und auch auf Instagram und sehr, sehr viele wollten dazu ein Video sehen. Natürlich kann ich euch jetzt die genauen Mengenangaben zu diesem Rezept nicht sagen, weil es ist ein Cookie-Dough-Rezept und natürlich gibt es bestimmt Leute, die kein Cookie-Dough-Abo haben und wir dürfen ja nicht die Rezepte direkt eins zu eins mit der Welt teilen, sozusagen, weil wenn ich jetzt ein Cookie-Dough-Abo habe und das Rezept mit euch teile, sind bestimmt unter euch auch viele, die kein Cookie-Dough-Abo haben und die hätten das Rezept dann auch ohne was für Cookie-Dough bezahlen zu müssen, sozusagen. Ja, aber das ist jetzt auch egal. Ihr wolltet ihr sehen, wie das Ganze funktioniert und das Wichtigste ist bei der ganzen Sache, wir werden jetzt Sahne steif schlagen im Thermomix. Viele zweifeln ja daran immer und ich hatte letztens auch einen Beitrag gepostet mit aufgeschlagener Sahne und da waren so viele Kommentare, die mir geschrieben haben oder die mir auch privat geschrieben haben. Bei mir funktioniert das nicht, wie machst du das? Ihr werdet das jetzt sehen, ich benutze weder Sahne steif noch sonst irgendwas. Das Einzige, was ich habe, ist kalte Sahne im Kühlschrank und wie ihr seht, mein Mixtopf fehlt mir, der ist nämlich auch im Kühlschrank. Wir holen das Ganze jetzt zusammen raus, schlagen dann unsere Sahne und dann machen wir auch mit unserem Rezept nicht weiter. Wir fangen damit dann erst an. Also so an groben Zutaten brauchen wir jetzt erstmal natürlich Joghurt, Sahne, Zucker, eine Schüssel bzw. einen großen Schüssel und einen größeren Sieb. Ich habe jetzt hier diesen von der berühmt-berüchtigten Marke, den benutze ich jetzt auch. Und ihr braucht noch, so ein Stück Stoff. Ich habe das letztens mit Küchenrolle gemacht, aber das war ein bisschen, ja, nicht so prickelnd, weil diese Joghurtbombe hat dann an diesem an dieser Küchenrolle geklebt und das ist dann komplett so an der Seite auseinandergefallen. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal so einen frisch gewaschenen Schal von mir geschnappt. Und das ist dann so ganz dünnes Zeugs, also so ganz dünner Stoff, dass da auch die Flüssigkeit durchlaufen kann. Also sowas in der Art könnt ihr auch benutzen, wenn ihr so dünnes Stoff da habt. Wie diese Babytücher, wie nennt man die, Spucktücher oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sollte das so ganz fein maschig sein oder wie man das nennt. Ja, also meine Sachen habe ich jetzt schon vom Kühlschrank rausgeholt. Ich hole jetzt noch schnell meinen Mixtopf und dann fangen wir mit unserem Rezept auch an. So, Mixtopf aus dem Kühlschrank geholt. Der war jetzt circa eine Stunde im Kühlschrank. Der ist auch jetzt sehr schön kalt. Wir fangen jetzt mit unserem Rezept an. Und zwar steht jetzt hier, dass wir erst unseren Joghurt in den Mixtopf geben sollen und dann unsere Zucker und dann alles verrühren und dann erst die Sahne schlagen. Aber bekanntlich schlägt man ja Sahne in einem fettfreien Gefäß. Ich hatte meinen Mixtopf auch schon vorher in der Spülmaschine gehabt. Also der ist komplett fettfrei. Ich werde jetzt zuerst, also diese ersten Schritte werde ich überspringen und ich werde jetzt sofort erstmal meine Sahne schlagen. Und da mache ich jetzt auch keinen Cut rein oder so. Also ihr seht, ich benutze weder, scheiße, ich habe jetzt euch den Mixtopf-Inhalt nicht gezeigt. Also ich habe da weder Sahne steif oder sonst noch irgendwas drin. Ich gebe einfach meine kalte Sahne, wirklich kalte Sahne mit dem Schmetterling. Also Schmetterling ist im Mixtopf, wie ihr sehen könnt. Den habe ich reingegeben. Der war übrigens auch im Kühlschrank. Einfach Sahne rein. Und ihr werdet gleich das Ergebnis sehen und ihr werdet einfach nur staunen. Also ich kann echt nicht verstehen, warum das bei manchen nicht funktioniert.
Wenn jetzt natürlich warme Sahne benutzt, ist es logisch, dass es nicht funktioniert, denn mit einer warmen Sahne, also mit warmer Sahne, könnt ihr auch mit einem Handmixer die Sahne nicht steif schlagen, dann wird die zur Butter. So, Sahne haben wir jetzt im Mixtopf gleich komplett drin. Mit unserem Schmetterling, wie gesagt. Hoppala. So. Und jetzt kommt unser Deckel natürlich erstmal drauf. So, Messbecher drauf. Und das Ganze sollen wir jetzt, ohne Zeiteinstellung steht hier, wähle auf Stufe 3 drehen. Das hört man auch nach einer Zeit, wenn die Sahne schon fertig ist. Ich werde das jetzt auf Stufe 3 stellen und dann werde ich den Rest jetzt in Schnelldurchlauf laufen lassen. Also ich mache keinen Schnitt rein, damit ihr auch seht, dass ich da nichts irgendwie dran mache oder nichts reinkippe oder sonst irgendwas. Also der Thermomix kann Sahne schlagen. So, dann sehen wir uns gleich mit dem Ergebnis. Hoch, ohne Zeiteinstellung stand hier. So, jetzt Stufe 3. So sieht das Ganze jetzt aus. Die Sahne ist geschlagen, aber ich dussel. Ich weiß nicht, also wenn ihr mich auf Facebook verfolgt, hatte ich letztens ein Foto gepostet, wo die Sahne so puff, total fluffig geworden war. Was habe ich jetzt gemacht? Mixtopf war natürlich im Kühlschrank, war auch fettfrei, aber was war hiermit? Die hatte ich gestern, glaube ich, benutzt, um. Was habe ich damit gerührt? Ich habe irgendetwas gemacht und habe dann den Schmetterling benutzt. So, und den habe ich dann per Hand gespült, aber anscheinend war das nicht irgendwie komplett sauber. Ich meine, die Sahne ist zwar fest, wie ihr sehen könnt, es tropft nicht oder so, aber mir fehlt gerade dieses Poffige, Fluffige. Das waren jetzt 3 Minuten und 30 Sekunden, aber es ist trotzdem eine feste Masse, also es ist nicht flüssig, wie ihr seht, aber es ist halt jetzt nicht so, ne, dieses Fluffige. So, jetzt gehen wir mal zurück. Was sagt er uns jetzt? Sahne, bla bla. In die Joghurtmischung unterheben. Okay, also wir fangen jetzt quasi von vorne an, weil wir ja am Anfang unsere Sahne geschlagen haben. Das füllen wir jetzt erstmal um. Moment, könnt ihr das hier so sehen? Ja, das könnt ihr. Also wie ihr seht, es ist trotzdem eine feste Masse. Also es ist jetzt nicht so, seht ihr das? Also es ist ja, es ist nicht flüssig sozusagen. So. Das hätten wir. Vielleicht sollte ich mal noch ein paar Minütchen länger laufen lassen. Dann würde es vielleicht funktionieren. Dieses Fluffige, was ich sonst immer habe. Aber ist egal. Es ist ja nicht so, dass es nicht funktioniert hat. Es ist halt nicht so fluffig geworden wie sonst immer. Aber das ist jetzt egal. So. Schön auskratzen. So. Das hätten wir. So, das gehen wir jetzt erstmal beiseite. Wie ihr seht, das ist unsere Sahnemasse. Seht ihr das? Also es ist schon steif, aber halt nicht dieses Fluffige. So, das gehen wir erstmal hier beiseite. Und dann hoch. Oh, ich hasse das, wenn hier am Mixtopfrand noch irgendwas hängt. So, jetzt. Joghurt in den Mixtopf geben. War das jetzt mit oder ohne Schmetterling? Jetzt muss ich mal gucken. Ohne, okay. Joghurt rein. Thank you.
Joghurt haben wir jetzt in unserem Mixtopf drin. Da kommt noch Vanillezucker rein. Ich gebe da gerne immer noch so ein bisschen, wirklich ein ganz kleines wenig Vanilleextrakt mit rein. Die habe ich jetzt auch schon drin. Jetzt kommt noch unser Zucker mit in den Mixtopf. So. Geben wir auch mal rein. Ja, das ist eine ganze Menge Zucker, aber es schmeckt so gut. So. Okay, haben wir drin. Messbecher in den Mixtopf und das Ganze wird jetzt 30 Sekunden lang auf Stufe 4 miteinander verrührt. Unsere Joghurtmasse ist jetzt auch schön verrührt. Das müssen wir jetzt mit unserer aufgeschlagenen Sahne verrühren bzw. unterrühren. So. Es ist einfach so eine flüssige Joghurtmasse jetzt geworden. Ihr könnt das wahrscheinlich jetzt nicht so gut sehen. Ich muss das jetzt mal ganz kurz probieren. Moment. Mal gucken, wie das jetzt mit dem Vanilleextrakt wieder geworden ist. Hoch. Oh mein Gott. Mega lecker. Das geben wir jetzt einfach in unsere Sahne, in unsere aufgeschlagene Sahne hier mit rein. So. Und dann wird das Ganze nur noch kurz miteinander vermengt. Und dann war es das eigentlich schon. Wir müssen dann nur noch 12 Stunden das Ganze abtropfen lassen im Kühlschrank. Und dann können wir das auf eine Servierplatte stürzen und dann servieren. Natürlich zeige ich euch das auch im Anschluss. Ich werde jetzt keine 12 Stunden natürlich filmen. Ich lasse das jetzt über Nacht im Kühlschrank und morgen drehe ich dann das zweite Teil vom Video. Dann werden wir das Ganze gemeinsam stürzen und natürlich auch probieren, weil da freue ich mich ja immer richtig drauf. So, also einfach nur ganz sanft unterheben und ja, ich mache das mal schnell und dann sehen wir uns gleich wieder. Meine Lieben, ich habe das Ganze jetzt miteinander vermengt und schön untergehoben und ich habe auch probiert, das schmeckt so lecker nach Sahne. Ja, und jetzt müssen wir nur noch, wie gesagt, eine Schüssel oder ja, eine große Schüssel mit einem Sieb drinne, mit so einem Tuch oder wie gesagt, Küchenrolle bedecken. Mit Küchenrolle hatte ich jetzt schlechte Erfahrungen, deswegen mache ich das Ganze mit so einem dünnen Stoff. Das kippen wir jetzt hier rein. Der Thermomix spült übrigens gerade vor und nimmt mir eine Menge Arbeit ab. So, könnt ihr das sehen? Ja, also Tuch ist drin. Das Ganze kippe ich jetzt einfach hier rein. So, schön voll machen. Das schmeckt so gut, Leute, das glaubt ihr nicht. So. Hier oben so ein bisschen glatt streichen. Und das war's auch schon. So. So sieht das Ganze jetzt aus. Das gebe ich jetzt in den Kühlschrank. Wie gesagt, das muss jetzt 12 Stunden lang abtropfen. Und ihr merkt dann auch im Nachhinein, wie viel Flüssigkeit sich da sammelt im Behälter. Das ist echt eine ganze Menge, das denkt man gar nicht. Ich gebe jetzt den Deckel hier noch drauf. Wo habe ich den? Habe ich noch gar nicht rausgeholt. Und dann packe ich das in den Kühlschrank und wir sehen uns dann in 12 Stunden wieder. So, willkommen zurück. Der nächste Tag. Wir haben es jetzt 11:45 Uhr. Ich habe das gestern Nacht schon mal kurz aus dem Kühlschrank genommen und das Wasser hier unten schon mal abgeschüttet, weil es war eine ganze Menge. Also wundert euch nicht, da sammelt sich echt sehr viel Flüssigkeit. Jetzt sogar hat sich wieder was angesammelt. Ich gucke mal, wie viel das ist. Moment. Ja, es ist schon wieder eine Menge. Also ich zeige das euch mal. Also gestern war das Ding wirklich bis hier voll. Da müsst ihr auch aufpassen, dass das Ganze nicht im Wasser dann schwimmt. Entweder nehmt ihr ein Gefäß, was dann höher steht, in dem großen Schüssel mit dem Sieb, oder ihr müsst das halt nach so 4, 5, 6 Stunden mal kurz abschütten und dann wieder reinlassen. So, die Masse sieht jetzt übrigens so aus. Das ist so eine feste Masse jetzt geworden. Ich werde das Ganze jetzt stürzen und zwar auf so eine Kuchenplatte. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Zack. Fällt es jetzt raus oder nicht? Aha, wir haben es. So. Und es sieht einfach nur perfekt aus. Ich zeige das euch mal einen Moment. Jetzt habe ich das nicht mittig gestürzt, aber das ist jetzt egal. Und das Ganze richte ich mal kurz an mit
Joghurt, nicht Joghurt, mit Fruchtsoße und frischen Erdbeeren und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe es jetzt angerichtet und zwar habe ich einfach ein bisschen Himbeersoße drüber verteilt und ein paar Erdbeeren geschnitten und einfach drauf getan. Natürlich könnte ich das jetzt auch schöner machen, aber mir drängt die Zeit. Ich muss nämlich gleich zur Spätschicht. Deswegen ist das nicht so toll geworden, aber ich finde, man kann es trotzdem auf den Tisch stellen. So. Bevor ich das Ganze jetzt probiere, muss ich natürlich erstmal ein Foto davon machen. Und dann probieren wir das Ganze gemeinsam mal. Ich meine, ich weiß zwar, wie das schmeckt, aber trotzdem möchte ich davon jetzt ein Stück essen, bevor ich zur Arbeit fahre, weil das schmeckt einfach so lecker. Leute, ihr müsst das ausprobieren. Das ist wirklich mega einfach zu herstellen. Okay, es ist zwar was aufwendig jetzt wegen der Ruhezeit, aber ich meine, in dieser Zeit müsst ihr ja auch nichts machen. Das tropft ja vor sich hin im Kühlschrank ab und ihr könnt dann die Zeit mit Schlafen verbringen zum Beispiel. Ihr macht das dann abends und lässt das dann im Kühlschrank schön abtropfen und am nächsten Tag habt ihr ein super leckeres ja, Kuchen oder einfach eine Süßspeise. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich probiere das jetzt nochmal. Oh mein Gott, Leute. Das schmeckt so lecker. Das ist so fluffig und leicht. Das ist einfach wie so eine Joghurt. Ja, wie so eine Joghurtmasse. Durch diese Sahne, geschlagene Sahne und Vanillezucker, das schmeckt so lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ihr habt es gesehen, also es ist echt super einfach zu machen. Und jetzt, wo die Temperaturen so hoch gehen, ist das eine super leckere, ja, Alternative im Gegensatz zu schwerem Kuchen oder sonst irgendwas. Das kann man einfach so schön im Garten essen, während man in der Sonne liegt und einfach diesen Sommertag genießt. Es ist einfach nur perfekt. Ich glaube, so ein paar Raffaello-Kugeln wären auch nicht verkehrt obendrauf. Probiert es einfach aus, experimentiert, lasst eurer Kreativität freien Lauf, wie ihr das obenrum dekoriert. Aber testet es unbedingt mal aus, denn es schmeckt wirklich sehr gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich natürlich wie immer auf ein Däumchen nach oben, auf einen Kommentar von euch und wenn ihr das noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns dann ganz bald wieder auf meinem Kanal Thermomixen mit Spaß. Schaut auch auf Instagram vorbei und auf Facebook, dort findet ihr mich auch unter demselben Namen. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald. Macht's gut, bis dann. Tschüss, ihr Lieben. Mmh.